Hallo, ich bin Elienix und in diesem Video stelle ich euch meine liebsten Maxis Match Custom Content Frisuren vor. Viel Spaß! Wie bereits in meinem Video über den The Sims 4 Mod Manager angekündigt, bin ich vor kurzem auf Maxis Match umgestiegen. Davor habe ich eigentlich ausschließlich mit ultra-realistischem Alpha-CC gespielt, aber irgendwie hat mir das von heute auf morgen nicht mehr so wirklich gefallen und jetzt liebe ich Maxis Match. Die meisten deutschsprachigen YouTuberInnen spielen nämlich eigentlich immer mit Alpha-CC und ich glaube, dadurch habe ich es auch nie hinterfragt, aber ich sehe auf TikTok immer so unglaublich wunderschöne Maxis Match-Sims und jetzt musste ich einfach alles ändern. Fragt mich nicht, wie lange dieser Umstieg gedauert hat, ich möchte nicht darüber sprechen. Was könnt ihr euch jetzt in diesem Video erwarten? Und zwar stelle ich euch im Video jetzt meine liebsten Sims 4 CreatorInnen für Maxis Match Haare vor. Es wird übrigens noch einen zweiten Part von diesem Video geben, denn 4 sind nicht genug. Oh, und die Reihenfolge ist mehr oder weniger zufällig gewählt, also es ist kein Ranking, es sind wirklich alle gleich gut. Die erste Creatorin, die ich euch vorstellen möchte, das ist Clumsy Alien. Laut ihrem Tumblr steckt hinter dem Pseudonym Clumsy Alien eine Frau namens Jen und sie arbeitet mit Patreon. Das bedeutet, ihre Kreationen sind zu Beginn immer kostenpflichtig, aber nach kurzer Zeit sind sie dann auch für alle erhältlich. Clumsy Alien macht übrigens nicht nur atemberaubende Frisuren, sondern eigentlich kreiert sie gesamte Looks. Aber schauen wir am besten gleich einmal auf ihrem Blog vorbei. Das ist der Tumblr-Blog von Clumsy Alien und hier sehen wir schon einige ihrer neuesten Kreationen. Und wenn wir eben hier auf Download klicken, dann sehen wir, dass es auf Patreon zur Verfügung steht. Also schauen wir uns gleich einmal ihre Patreon-Seite an. Wie bei jeder anderen Patreon-Seite können wir hier gleich eine Mitgliedschaft auswählen. Das möchte ich jetzt aber nicht, deshalb scrolle ich hier jetzt einmal ganz nach unten. Hier gehe ich dann auf alle Posts anzeigen. Und dann unter Level gehe ich auf Public. Wenn ihr nämlich hier auf Public geht, dann seht ihr alle Dinge, die ihr kostenlos downloaden könnt. Hier sehen wir noch einmal ihre neueste Kreation und indem ihr hier auf die Dateien klickt, könnt ihr alles einzeln herunterladen. Hier haben wir die unterschiedlichen Frisuren, die Shirts und die Hosen. Und hier könnt ihr euch natürlich auch durch die Bilder durchklicken und seht dann jedes jeweilige Item. Und wenn wir uns hier jetzt ein wenig durchscrollen, dann sehen wir schon, sie hat wirklich jede Menge großartige Kreationen. Hier hat sie zum Beispiel sogar ein Euphoria-inspiriertes CC-Pack. Also ja, sie ist wirklich absolut großartig, aber sehen wir uns ihre Frisuren am besten gleich einmal im Spiel an. Hier seht ihr jetzt meine neue Custom-Content-Familie. Ja, sie heißt mit Nachnamen tatsächlich CC, also wie CC, weil ich bin unglaublich kreativ. Und hier haben wir Marie CC. Hier sehen wir schon, ich habe jede Menge Haare von Clumsy Alien in meinem Spiel und davon werden wir uns jetzt ein paar ansehen. Ich lasse sie jetzt einfach mal in diesem Schwarz und werde ein paar durchgehen. Wie wir sehen, es gibt kurze Frisuren, es gibt längere Haare, es gibt so unglaublich coole Zöpfe, es gibt Hochsteckfrisuren oder diese Locken. Viele Frisuren von ihr haben auch unglaublich schöne Details, wie hier zum Beispiel, dass hier einige Elemente geflochten sind. Dann sehen wir uns hier jetzt noch die Männerhaare von Clumsy Alien an, sind tatsächlich jetzt nicht so viele, aber die es gibt, finde ich wirklich alle sehr schön. Und hier haben wir auch noch drei Unisex-Haare. Auch die finde ich super und sehen wirklich bei Frauen und Männern unglaublich gut aus. Und die zweite Creatorin, die ich euch jetzt vorstelle, nennt sich Okru und dahinter steckt eine Frau namens Rue. Wie auch bei Clumsy Alien gibt es auch bei Okru jede Menge unterschiedlicher Create Sims Items. Also sie kreiert nicht nur Frisuren, sondern auch jede Menge andere Dinge. Was ich bei ihr so toll finde, ist die Diversität. Bei ihr findet man wirklich von allem etwas. Es gibt glattes Haar, es gibt gewelltes Haar, es gibt die unterschiedlichsten Texturen, Frisuren und Farben. Also wenn du gerne möglichst unterschiedliche Frisuren in deinem Spiel hättest, dann schau auf jeden Fall bei ihr vorbei. Aber bevor wir jetzt weitermachen, wenn dir dieses Video gefällt, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren. Auf diesem Kanal kommen nämlich zweimal die Woche Videos über die Sims. Und hier haben wir jetzt den Tumblr-Blog von Okru und sehen ihre neuesten Kreationen. Wie auch bei Clumsy Alien könnt ihr ihre Sachen auf Patreon herunterladen. Und dann gehen wir wieder auf das Ende der Seite und filtern nach Public. Und hier sehen wir nun ihre neueste Kreation. Ich persönlich finde das mit den Strähnen hier unglaublich cool, aber sie bietet immer eine Version ohne oder mit Strähnen an, also je nachdem, was euch besser gefällt.
Hier haben wir dann eben noch mehr Frisuren, aber sie bietet eben auch größere Sets an. Also hier haben wir insgesamt 7 unterschiedliche CC-Items. Schauen wir uns das einmal genauer an. Also für Männer hätten wir hier zum Beispiel jetzt diese Frisur, dieses Hemd und diese Hose. Und für Frauen haben wir diese Haare, das Haarband, den Cardigan und diesen Rock. Aber gut, in diesem Video soll es ja um Frisuren gehen und deswegen werde ich euch die Kreationen jetzt gleich im Spiel zeigen. Und hier haben wir jetzt Hannah Sisi und sehen die erste Frisur von O'Crew. Schreckt euch übrigens bitte nicht, dass die anderen Haushaltsmitglieder jetzt eine Glatze haben. Damit ich die Custom-Content-Haare leichter einem Creator zuordnen kann, habe ich die anderen einfach alle deaktiviert. Wie versprochen, O'Crew kreiert Haare für die unterschiedlichsten Haarstrukturen und ich finde, es sehen alle einfach unglaublich großartig aus. Vor allem diese Frisur finde ich unglaublich cool. Übrigens sieht man hier ganz gut, was ich mit Strähnen gemeint habe. Das ist nämlich die Version mit Strähnen und hier haben wir sie ohne. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, welche ich besser finde. Mir gefallen eigentlich beide. Die Frisur gefällt mir zum Beispiel auch noch unglaublich gut oder die hier oder die. Also ich finde, es sind einfach Frisuren, die man nicht alle Tage sieht und das macht es einfach so besonders. Ich denke, auch diese Frisuren sprechen für sich und ihr solltet bei ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und natürlich bietet O'Crew auch einige Frisuren für Männer. Ich klicke hier jetzt schnell einfach einmal durch ein paar durch. Auch diese gefallen mir wirklich unglaublich gut. Und wie ihr seht, auch diese sind wirklich sehr unterschiedlich. Und die coolen Locken gibt es natürlich auch für Männer. Die nächste Creatorin, die ich euch vorstelle, nennt sich Shea Butter, also eigentlich Shea Butter. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, deswegen sage ich einfach Shea Butter. Und ich weiß leider auch nicht, welche Person dahinter steckt. Aufgrund des Pseudonyms habe ich mich aber dazu entschieden, die weiblichen Pronomen zu verwenden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und wie auch alle anderen, die ich in diesem Video vorstelle, macht auch sie unglaublich schöne Frisuren. Ihr Fokus liegt dabei auf Frisuren für People of Color. Also sie macht mit Abstand die schönsten Braids, die schönsten Dreads, die schönsten Locken und Flechtfrisuren und was auch immer. Aber ich zeige euch gleich, wovon ich spreche. Hier sehen wir jetzt den Tumblr-Blog von Shea Butter und ihre aktuell neuesten Kreationen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, es sieht absolut großartig aus. Wie auch die anderen Creator in diesem Video stellt sie ihre Frisuren auf Patreon zur Verfügung und das ist ihre Patreon-Seite. Dann gehen wir wieder ganz nach unten und werden das Ganze filtern. Wieder auf Level Public, damit wir nur die kostenlosen Frisuren sehen. Shea Butter fokussiert sich wirklich ganz auf Frisuren und von jeder Frisur gibt es dann auch immer unterschiedliche Versionen. Also wenn wir uns jetzt hier durch die Bilder durchklicken, dann sehen wir eben, es gibt unterschiedliche Versionen. Das sind jetzt die ersten beiden. Dann gibt es noch die beiden. Also es wirkt bei ihr wirklich so, als hätte sie eine Idee und aus dieser Idee entstehen dann 100 weitere und deshalb hat jede Frisur immer verschiedene Versionen. Ich habe tatsächlich bei den meisten alle Versionen in meinem Spiel, aber natürlich könnt ihr euch einfach nur die herunterladen, die ihr gerne möchtet. Denn hier unten sind auch alle ganz genau immer mit der jeweiligen Version beschriftet und dann könnt ihr euch eben aussuchen, welche am besten in euer Spiel passt. Aber gut, dann sehen wir uns die Frisuren am besten gleich einmal in-game an. Hier seht ihr jetzt ein weiteres Mitglied der Familie Sisi und zwar haben wir hier jetzt Kim. Wie bereits gesagt, die Creatorin Shea Butter legt ihren Fokus eindeutig auf Frisuren für People of Color. Und ich finde das absolut großartig. Genau das war nämlich eine Sache, die bei Alpha Sisi immer gefehlt hat. Oder da haben dann alle Frisuren einfach seltsam ausgesehen, aber die sind allesamt unglaublich toll. Aber ich zeige euch jetzt einfach ein paar. Auf jeden Fall macht Shea Butter mit Abstand die schönsten Dreads, die schönsten Braids und generell die schönsten Locken. Ich meine, seht euch das an. Ich liebe alles daran. Ja, wie auch bei den anderen Creatoren, die ich euch heute vorstelle, ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Die Frisur finde ich zum Beispiel so cool. Oder die, oder die, oder die. Das ist wirklich eine meiner liebsten Frisuren. Die hat dieser Sim auch normalerweise und ich glaube, ich werde es auch bei dieser Frisur belassen. Also wie ihr seht, Shea Butter ist eine großartige Creatorin. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Und dann sehen wir uns jetzt die Männerhaare von Shea Butter an. Hier habe ich tatsächlich nur 3 in meinem Spiel. Also einmal die, dann gibt es noch diese und diese Haare. Und nun kommen wir auch schon zur letzten Creatorin in diesem Video. Und zwar stelle ich euch jetzt Sims Trouble vor. Hinter Sims Trouble steckt eine Simmerin namens Miriam.
Die Frisuren von ihr finde ich deshalb so besonders, weil sie nicht zu 100% Maxis Match Frisuren sind. Also sie sind irgendwie eine Kombination aus Alpha und Maxis Match, aber haben eben nur alle guten Eigenschaften von Alpha, also nicht dieses komische Glänzen oder so. Aber ich zeige euch am besten einfach gleich mal ihre Websites. Hier sehen wir jetzt den Tumblr-Blog von Sims Trouble und einige ihrer neuesten Frisuren. Ich glaube, ihr versteht jetzt, warum ich finde, dass ihre Frisuren eine Kombination aus Alpha und Maxis Match sind. Denn irgendwie haben sie diese Details von Alpha, aber sehen dennoch wie Maxis Match aus. Also ja, keine Ahnung, es ist irgendwie eine unglaublich coole Kombination aus beidem. Aber dann schauen wir jetzt gleich einmal auf ihrem Patreon vorbei. Hier sehen wir jetzt ihre Patreon-Seite und die neueste Kreation. Auch bei ihr erscheinen die Frisuren meist in unterschiedlichen Versionen. Also hier haben wir eben vier verschiedene Variationen. Hier gibt es eben die erste Version mit Strähnen, dann ohne Strähnen, dann noch eine zweite Version mit Strähnen und ohne Strähnen. Und je nachdem, welche ihr möchtet, ladet ihr euch einfach die jeweilige Datei herunter. Was ich bei ihr übrigens cool finde, ist, dass sie auch sehr viele Männerhaare kreiert. Das ist, wie ihr sicher alle wisst, ja nicht selbstverständlich. Aber schauen wir uns die Haare am besten gleich einmal in-game an. Jetzt habe ich das Ganze einfach mal umgedreht und wir beginnen jetzt bei den Männerhaaren. Hier haben wir jetzt unseren Michael Cici und da sehen wir eben die unterschiedlichsten Frisuren. Wie ihr seht, arbeitet auch sie mit den unterschiedlichsten Styles und Haartypen. Und was bei ihr übrigens besonders ist, sie hat auch einige Frisuren, die unisex sind. Also zum Beispiel diese oder diese gibt es eben auch für Frauen. Hier sind wir jetzt wieder bei Hannah und dann schauen wir uns jetzt weitere Frisuren von Sims Trouble an. Auch das ist zum Beispiel eine Unisex-Frisur und sie bietet eben noch so viele andere. Die finde ich zum Beispiel unglaublich süß und auch sehr besonders. Also ich glaube nicht, dass ich schon einmal eine Frisur gesehen habe, die so aussieht. Oder auch die gefällt mir sehr gut. Ja, wie wir sehen, es gibt die unterschiedlichsten Frisuren und auch wie bei den meisten anderen Creatoren, ich finde einfach alle unglaublich toll. Schaut auf jeden Fall auch bei Sims Trouble vorbei, natürlich findet ihr auch den Link zu ihrem Patreon in meiner Videobeschreibung. Und das war es jetzt auch schon mit meinem ersten Part über die besten Maxis Match Frisuren. Der nächste Part wird entweder nächste Woche oder übernächste Woche kommen, also schaut auf jeden Fall regelmäßig bei meinem Kanal vorbei. Und dann hoffe ich natürlich, euch hat mein Video gefallen und ihr seid von den Creatorinnen genauso begeistert wie ich. Und wenn ihr gerne mehr von mir sehen möchtet, vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und ich freue mich natürlich auch über jedes Like und über jedes Kommentar. Dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!